100 Jahre Berufsfeuerwehr Hagen. Dazu gab es den großen Festakt im Hagener Ratssaal am 3. August 2013. Die Festrede dazu hielt Bürgermeister AD Wilfried Horn. Dann fällt mir Oberbürgermeister AD eigentlich besser. Es ist nun mal so. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Kranz-Wiebel-Riete, sehr geehrter Herr Abteilungsdirektor Kirchner, sehr geehrte Feuerwehrdirektor Neuhoff, lieber Herr Oberbrandhardt Jäger, lieber Herr Oberbrandhardt Lenke, liebe Kameradinnen und Kameraden, verehrte Gäste, meine Damen und Herren. Ich gestehe ganz offen, ich fühle mich schon geehrt, dass ich hier heute zu Ihnen sprechen darf. Und natürlich habe ich als Kind, wie viele andere Kinder auch, immer mal mich gefreut, wenn mir einer sagte, willst du nicht auch Feuerwehrmann werden? Ich mit großer Begeisterung gesagt, natürlich, das will ich auch. Was sogar in den Ansätzen geklappt hat, als ich vor Jahr und Tag die Aufnahme in die Werksfeuerwehr meines früheren Arbeitgebers Fieler, der Firma Fieler in Lettmatte gefunden habe. Aber die Vorstellung, so wie heute hier zu stehen und zum 100. Geburtstag der Hagener Berufsfeuerwehr die Festansprache halten zu dürfen, dafür hätte meine Fantasie fraglos nicht gereicht. Umso mehr freue ich mich, dass Sie, lieber Herr Jäger, lieber Herr Lenke, und viele weitere Kameradinnen und Kameraden mich genau darum gebeten haben. Mag sein, dass es an der überaus engen Verbindung liegt, die ich schon von jeher zu jenen Frauen und Männern gepflegt habe, die sich Tag auf Tag unter Einsatz ihres eigenen Lebens für den Schutz und die Sicherheit ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzen. Oder an der Hochachtung, die ich diesen mutigen Menschen stets aufs Neue entgegen. Und dies beileibe nicht nur während meiner Zeit als Oberbürgermeister, auch wenn die Kontakte da sozusagen von Amts wegen besonders intensiv waren. Und ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut an eine an Nerven zerreißende Bombenentschärfung in Halden erinnern. Und erst recht natürlich an die aufwendigen Arbeiten unserer Feuerwehr rund um die spektakuläre Sprengung des Sparkassenhochhauses. Ich durfte in Düsseldorf sein, mit Herrn Liebes und Herrn Wisotzki, wo ich einen Staatssekretär zur Raison rufen musste, weil ich, wie noch nie üblich sonst, explodiert wäre. Es hat aber was gemacht. Ich durfte bei der Grundsteinlegung dem Begießen des Richtkranzes und der Schlüsselübergabe für die Feuerwache Ost in Oldenburg mit dabei sein. Und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, wie ich nach einer längst überfälligen, aber nicht von jedem gewünschte Beförderung von Kameradinnen und Kameraden nach Düsseldorf eingestellt wurde, um mir mit ministerialen Segen bildlich gesprochen den Hintern versohlen lassen. Nie bereut. Und last but not least ist in gewisser Weise sogar meine Pflicht und Schuldigkeit. Hier zu stehen, schließlich ist meine Ernennung zum Ehrenbrandmeister auf Lebzeit und die dazugehörige Urkunde hängt bei mir im Arbeitszimmer schön sichtbar und mit einer Verpflichtung verbunden, die ich gerne nachkomme. Ich zitiere, was da draufsteht. Die Besatzung eines vorbeifahrenden Feuerwehrfahrzeuges in Rab-8-Stellung zu grüßen und nachts ständig die Feuerwehrmütze griffbereit am Bett zu halten, um sie bei Sirenenalarm unverzüglich aufsetzen zu können. Ich habe es wieder mitgebracht. Ich tue all dies brav. Auch wenn meine Frau versprechen musste, besagte Mütze nicht auch noch im Bett aufzusetzen.
Kurzum, es ist mir eine wirkliche Ehre und Freude, zugleich hier und heute sehr gerne Ihrem Wunsch nachzukommen und das Wort an Sie zu richten. Zunächst einmal gratuliere ich zum 100-jährigen Bestehen der Hagener Berufsfeuerwehr. Zu diesem wirklich außergewöhnlichen Jubiläum ganz, ganz herzlich. Verehrte Gäste, meine Damen und Herren, viele Worte des Dankes und der Anerkennung sind am heutigen Vormittag bereits gefallen und weitere werden folgen. Und dies natürlich vollkommen zu Recht. Schaut man auf das wirklich bemerkenswerte und durch nichts zu ersetzende, aufopferungsvolle Wirken unserer Feuerwehrfrauen und Männer. Heute und an jedem Tag eines jeden Jahres. Allein die vielen wohlwollenden Worte, die diesen Festakt bis dato bereichert haben, macht es mir eben nicht leicht, selbst meinen Redepart zu finden. Ich habe mich daher entschlossen, als Altoberbürgermeister, darf ich das wohl, und das mit großer Hilfe von Thomas Bleicher, dem ich sehr danke, zurückblickend in die Vergangenheit zu gehen. Zwar nicht bis zu den ältesten Westfalen, die dereinst vor oder in der Blatterhöhle in Holthausen ihr Feuer entzündeten, um was auch immer zu grillen oder sich zu wärmen. Aber doch immerhin bis in das Jahr 1713. Drehen wir also das Rad unserer Stadtgeschichte um exakt 300 Jahre zurück. Damals hatte sich der König von Preußen gerade angesichts leerer Kassen entschieden, für seine westlichen Provinzen Akquise einzuführen. Also eine Verbrauchssteuer etwa auf Branntwein oder Tabak und viele weitere Dinge mehr. Und auf diese Weise wurde 1718 auch aus dem Fleckenhagen nunmehr eine exzisebare Flecken. Will heißen, den braven Bürger Hagen konnte fortan mit Segen des Königs ordentlich in die Tasche gegriffen werden. Um nun zu sehen, was genau zu holen war, schickte der Staat Steuerprüfer aus, die über die Jahre, schon damals ging alles etwas ruhiger und langsamer, eine örtliche Bestandsaufnahme machten. Und so war es ein gewisser Steuerrat Motzfeld, dem wir aus dem Jahre 1722 eine detailreiche historische Beschreibung über den Akzisefleckenhagen verdanken, bei der er gleich im ersten Satz festhält, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Hagen hat bei Überprüfung eine Verschuldung von 635 Taler. Wir sehen, gewisse Traditionen halten sich an der Folge bis heute Hagen. Der Bericht des Steuerrates verrät uns über die zuständigen damaligen Hagen natürlich noch sehr viel mehr. Und ich darf zitieren. In dem Fleckenhagen leben 675 Personen. Es sind 131 Häuser vorhanden, von denen 82 Häuser mit Stroh, 35 Häuser mit Spänen oder Schindel, 8 Häuser mit Schiefer und nur 6 Häuser mit Ziegeln. Und an festen Gebäuden stehen hier noch 3 Kirchen, nebst einer Kapelle und für jede Konfession eine Schule. Außerdem werden in dem Fleckenhagen 23 handwerkliche Berufe ausgeführt. Der Ort hat einen Viehbestand von 11 Pferden, 184 Kühe, 97 Ziegen und 156 Schweine. Und etwas weiter in dem Bericht heißt es, die Feuerrüstung in dem Fleckenhagen war in einem sehr schlechten Zustand. Obgleich die Häuser des Ortes größtenteils mit Stroh gedeckt sind, so war dennoch bis zum Jahre 1722
keine Feuerspritze hier zu sehen. Die in Hagen vorhandene Feuerrüstung bestand aus 12 Eimern, 41 großen Brandleitern und 12 Feuerhaken. Diese Geräte waren auf die Bewohner verteilt und sollten von diesen im Brandfall eingesetzt werden. Meine Damen und Herren, verehrte Gäste, wie schlecht die Hagener in Sachen Brandbekämpfung seinerzeit aufgestellt waren, zeigte sich leider schon 2 Jahre später beim großen Stadtbrand vom 6. September 1724. Und dessen Bilanz war in der Tat verheerend. Hagen hatte mit 78 Häusern die Hälfte der Stadt verloren. 200 Menschen waren obdachlos, auch die evangelisch-lutherische Kapelle, die evangelische Schule, das reformierte Pastorat samt Schule und noch 20 abgebrannte Scheunen waren zu beklagen. Was folgte? Was folgte denn nun? Und zwar nur gut 4 Monate später war eine erste königliche Bauordnung für den Flecken Hagen erstellt. Denn wer künftig bauen wollte, musste sich demnächst zunächst eine Genehmigung mit einer Ortsbesichtigung des Bauplatzes einholen. Und die Häuser sollten möglichst aus Stein erbaut werden und die Dächer mit Ziegeln oder Schiefer gedeckt sein. Und bei Feuerherden waren nur noch gemauerte Schornsteine zulässig. Kurzum, unsere Stadt hatte damit, wie man in der Rückschau unschwer erkennen kann, die erste vorbeugende Brandschutzmaßnahme auf den Weg gebracht. Gleichwohl, verehrte Gäste, muss man die weitere Entwicklung des Feuerwehrwesens in Hagen auch für die folgenden Jahrzehnte als überaus schleppend bezeichnen. Daran änderte sich auch nichts, als Hagen 1746 die Stadtrechte verliehen bekam. 1772 erließ Friedrich der Große per Gesetz für die Grafschaft Mark eine neue Brand- und Feuerordnung. Danach war es auch für jeden Hagener Bürger Pflicht, sich bei einem Feuer mit entsprechenden Gerätschaften zur Brandstelle zu begeben. All das sollte 2-mal im Jahr geprobt werden. Und auch ein Nachtwächter war eingestellt, um zur Schlafenszeit mit wachenden Augen nach möglichen Brandherden Ausschau zu halten. Aber es dauerte schließlich bis zum Jahre 1810, ehe Bürgermeister Dahnkamp die Initiative ergriff und für die Stadt Hagen und seine Landgemeinden eine eigene Feuerordnung erließ. Ausgestattet, wir ahnen es bereits, abermals mit vielen warnenden und mahnenden Worten und wenig Geld. So konnte sich der Gemeinderat im Jahre 1818 gerade einmal zur Bewilligung von 25 Reichstalern aufraffen, um 25 neue Löscheimer anzuschaffen. Und ein Jahr später ist ein Bericht zu entnehmen, dass in Hagen zwar eine Feuerspritze vorhanden ist, dieser aber nicht eingesetzt werden kann, weil die Räder nicht funktionsfähig sind. Was prompt wieder zur Katastrophe führte, als das Haus des Hagener Bürgers B.C. Hagedorn im Juni 1819 mangels Feuerlöschgeräte niederbrannte. Und der Chronik ist zu nehmen, dass die Bürgerschaft Hagens daraufhin eine Sammlung startete, um der finanzschwachen Stadtverwaltung in Sachen Brandschutz unter die Arme zu greifen. Für stolze 128 Reichstaler, den Bürgern sei Dank, konnten 2 große Leitern, 4 Einreißhaken, 4 tragbare Wasserkübel und eine größere Menge lederner Löscheimer angeschafft werden. Und auch die Spritze wurde endlich renoviert, repariert. Dieses ging allerdings dann auf Kosten der Gemeinde. Verehrte Gäste, meine Damen und Herren, wohl wissend um die Bedeutung des Brandschutzes
und des Löschwesens und alle damit verbundenen Probleme in den immer größer werdenden Städten des Königreiches, wurde in Preußen 1841 eine neue, umfangreiche Feuerpolizeiordnung für die Provinz Westfalen erlassen. Damit war auch die Hagener unter anderem zur Aufstellung einer Feuerwehr verpflichtet, der jeder taugliche Bürger zwischen 18 und 55 Jahren nachkommen musste und angehören musste. Erstmalig wurde in dieser Zeit Züge eingestellt, Löschmannschaften aufgestellt. Mit ihren Aufgaben wurden sie in 4 Abteilungen eingeteilt und die Abteilung 1 war für die Bedienung der Spritze zuständig, Abteilung 2 kümmerte sich ums Wasser, 3 um das Niederreißen einsturzgefährdeter Gebäude und Abteilung 4 war für die Rettung von Personen und Sachen da, sowie für das Löschen im Inneren. Allein in der Praxis ließ die Begeisterung für diese Art der Pflichtfeuerwehr in unserer Stadt ausgesprochen schnell nach. Es dauerte gerade einmal bis zum Jahr 1848, ehe ein damaliger Brandoffizier Wilhelm Funke Junior mit einem offenen Brief an Bürgermeister Elber sprichwörtlich die Brocken hinschmiss. Wie unkoordiniert es damals bei Brennen in Hagen zugegangen sein mag, man kann es aus folgenden Zeilen zweifelsfrei ablesen. Ich zitiere Wilhelm Funke. Den Anordnungen wurde selten Folge geleistet, vielmehr handelten viele Bürger nach eigenem Gutdünken. Manche gaben nur Zuschauer ab und wieder andere antworteten wohl auch mit Schmähungen und Widerworte, ohne dass die Polizei Schritte getan hätte, um derartige Unordnung vorzubeugen. Und er schließt seine Kündigung als Brandoffizier mit den harschen Worten in Richtung Bürgermeister Elbers: Es muss von Ihnen solche Maßregeln und Anordnungen getroffen werden, dass künftig bei Brandunglücken alle Unregelmäßigkeiten und Widersetzlichkeiten wegfallen, damit es an schleuniger und guter Hilfe nicht fehlt. Meine Damen und Herren, verehrte Gäste, wenn es vor rund 150 Jahren in Hagen brannte, dann standen die Menschen, wie gehört, meist hilflos dem wütenden Feuergewalt gegenüber. Sieht man das heute auch? Ab und zu? Ja, ich habe es ja gerade in der Zeitung gelesen, bei einem Rettungsversuch. Hilflos, nicht die, die da tun, was tun, sondern die nur gucken. Es sollte sich jedoch endgültig mit dem Jahre 1872 ändern. Jedem Jahr, in dem die erste freiwillige Feuerwehr in unserer Stadt aus der Taufe gehoben wurde. Von einem, man höre und staune bis heute, überaus renommierten Turnverein. Nachdem bereits Jahre zuvor ein Herr namens Karl Metz nicht nur derartige Löschmethoden erfunden, sondern auch die Formel geprägt hatte, das Löschwesen ist Turnwesen, hatten sich in ganz Deutschland immer mehr Turner zur Feuerbekämpfung zusammengeschlossen. In Hagen geschah dies, wie gesagt, im Sommer 1872. Gleich 50 Mitglieder des Hagener Allgemeinen Turnvereins von 1860 fanden sich ein und gründeten die Turner Feuerwehr Hagen mit Richard Schmidt als ersten Hauptmann an der Spitze. Und für die kommenden Einsätze richtig fit zu sein, wurden gleich auch noch ein Ausbilder aus Barmen verpflichtet. Und von der Stadt gab es eine gute Feuerspritze mit allem Zubehör und vollständigen Ausrüstungen obendrauf. Und geübt wurde öffentlich vor den Augen eines staunenden Publikums mit wagemutigen Steigerübungen an manchen Hagener Gebäuden. Und als der erste große Einsatz 1873 zu einem vollen Erfolg führte für die junge Turner Feuerwehr wurde, gab es viel ehrlichen Lob und Anerkennung. Nicht nur allein von den Hagener Bürgern,
sondern auch direkt aus dem Rathaus. Was folgte, war ein kleiner Gründungsbogen weiterer freiwilliger Feuerwehren, so schon 1873 im damals noch selbstständigen Wehringhausen. Und bereits 1876, Hagen wurde durch die kommunale Neuordnung mittlerweile auf mehr als 33.000 Einwohner angewachsen, gelang es Bürgermeister Dötter bis zunächst eine Ausnahme, alle freiwilligen Feuerwehren unter dem Dach der freiwilligen Feuerwehren zu bündeln. Auf diese Weise hatte die Stadt auf einen Schlag eine Feuerwehr in Stärke von 100 bis 125 Mann erhalten. Und weitere Wehren bildeten sich in Haspe etwa und Olympic, beides seinerzeit noch selbstständige Gemeinden. Und in Hagen selbst wurde im Sommer 1887 feierlich ein neues, 40 Kilometer langes Wasserleitungsnetz eingeweiht. Damit hatten zum ersten Mal viele Gebäude der Stadt überhaupt einen Wasseranschluss. Und der Einbau von zahlreichen Hydranten in dieses Netz zeigt schon bei den ersten Einsätzen die damit gewonnenen Vorteile bei den Löscharbeiten der Feuerwehr. 1901 wurden schon mehr als 68.000 Einwohner gezählt. Und die Hagener Gesamtfeuerwehr bestand nun aus den stolzen Zahlen von 240 Wehrmännern in 6 Abteilungen. Altstadt, Wehringhausen, Alpen-Elstern, Altenhagen, Eggeseit und Eppenhausen. Die ersten 40 Feuermelder wurden 1902 in Betrieb genommen. Und übrigens erst 1980 wieder außer Betrieb gesetzt und danach Schritt für Schritt abgebaut. Wer aber nun um das Jahr 1909, 1910 zunehmend reifte, das waren erste ernsthafte Überlegungen zur Gründung einer Berufsfeuerwehr für die Stadt Hagen. Auch wenn der damalige Branddirektor und Chef der Freiwilligen Feuerwehr Fritz Schramm mit seinen Forderungen nach einer ständig besetzten Feuerwache bis dato immer am Einspruch und insbesondere den finanziellen Bedenken der städtischen Abgeordneten gescheitert war, sahen jetzt doch viele die Notwendigkeit zur Entlastung der freiwilligen Einheiten. Dies wurde auch in einer Vorlage der Verwaltung im Jahre 1910 eindrucksvoll niedergeschrieben und ich zitiere: Infolge der regen baulichen Entwicklung der Stadt sind die Pflichten der Freiwilligenwehr erheblich gewachsen. Auch die immer weiteren Ausdehnungen des gebauten Stadtgebietes in den verschiedenen Tälern und an den Hängen hat dazu beigetragen, die Anforderungen an die Kräfteanspannung der Wehr zu erhöhen, zumal auch in leichten Brandfällen bei der Art der Bestehen aller Manierung immer die ganze örtliche zuständige Wehrabteilung zusammenkommt. Es ist fast zu einer Notwendigkeit geworden, in geeigneter Weise für eine Entlastung der Wehr zu sorgen. Dieses sollte durch die Errichtung einer ständigen Berufsfeuerwache geschehen. Und die Vorlage schließt mit dem schon fast klassischen Hagener Satzanfang. Trotz der finanziellen Lage kann das Vorhaben nicht noch weiter hinausgeschoben werden.